Promi-Geflüster Spezial heute am ersten Sonntag, sozusagen am zweiten Sonntag im Jahr 2021. Also der erste Sonntag nach dem 6. Januar und bekanntlich nach dem ersten Sonntag nach dem 6. da fängt eigentlich Land auf Land ab die Fasnet statt. Fasnet, Fasching, vielleicht auch Karneval, wie es sonst im Rheinland heißt, aber die Fasnet, da wo ich zu Hause bin, die haben wir jetzt auch schon die letzten Jahre immer wieder bei den schönen Fasnets-Umzügen begleiten können. Und wenn ihr euch vielleicht erinnert, waren wir da schon mehrfach dabei, egal jetzt ob in Betzingen, meiner Heimat, oder natürlich auch dann in Balingen bei den Feuerhexen oder in Frommern bei den Brennnessler. Also da waren wir schon einige Male unterwegs und haben natürlich viele Freunde kennengelernt. Die ganzen Zünfte und Vereine sind mittlerweile treue Gäste unserer Sendung geworden. Und heute hat es mich nach Wurmlingen gezogen. Denn der Grund ist eigentlich, ich möchte gerne jetzt in den nächsten Wochen bis zum 13., 14. Februar, also bis zum Fasnetsende, doch einige Vereine und Zünfte zu Wort kommen lassen, die sich gerne hier in unserem Format präsentieren dürfen. Und natürlich seid auch ihr draußen gefordert, entsprechend zu liken, zu teilen auf Facebook, auf YouTube, überall, wo wir zu sehen sind. Haut rein in die Tasten und ihr könnt Interessantes erfahren. Wie gesagt, heute, ich bin in Wurmlingen zu Gast und habe hier zwei Vertreter der Wurmlinger Faschingszunft hier. Der Vorsitzende natürlich, der Frank, und sein Neffe. Darf ich mir bloß den Namen nochmal kurz verraten? Marco. Der Marco, genau. Hallo zusammen, grüßt euch. Hallo Frank, herzlich willkommen bei uns in Wurmlingen. Herzlich willkommen bei mir zu Hause in meiner privaten kleinen Fasnet-Zunftstube. Ja, also wenn man hier so sitzt und sich umblickt, man ist umgeben von Masken, verschiedenen Masken. Da können wir nachher ein bisschen vielleicht mal die eine oder andere auch mal groß zeigen. Und natürlich auch über euren Verein, also oder über die Zunft, Wurmlinger Narrenzunft, mal ein bisschen sprechen. Gerne. Als Narrenzunft, als Vorsitzender, was hat es damit auf sich? Welche Figuren gehören dazu? Darfst gerne mal loslegen. Ja, lieber Frank, dann gebe ich mir die größte Mühe, dass ich deinen Zuhörern, unseren Zuhörern und Zuschauern die Fasnet aus Wurmlingen ein klein wenig näher bringe. Wir haben auch, wie alle anderen, am 6. Januar unsere Fasnet-Saison eröffnet. Und wenn wir das auch nicht offiziell draußen machen konnten, wie wir das in den vergangenen Jahren immer gemacht haben, mit einem offiziellen Programm bei uns in Wurmlingen auf dem Dorfplatz, war ich sehr stolz auf meine Narren bei mir im Verein, denn auf WhatsApp ging es wirklich rauf und runter und jeder hat irgendwas gepostet, wie er zu Hause im Kleinen mit der Familie, so wie es halt Corona zulässt, die Fasnet eröffnet. Und das war für mich ein tolles Bild zu sehen, dass wir mit unserem Verein wirklich dort angekommen sind, wo wir wollen, nämlich genau die Fasnet zu erleben, auch die Ursprünge der Fasnet wieder zu feiern und zu erleben. Und genau das machen wir in Wurmlingen. Die Wurmlinger Narrenzunft gibt es mittlerweile seit 1978. Und seit 1978 sind wir als organisierter Fasnetsverein in Wurmlingen und in vielen anderen Ortschaften unterwegs. Wir leben die Fasnet mit unseren verschiedenen Figuren. Wir haben insgesamt 4 Figuren. Die Hauptfigur ist das Wurmlinger Knöpfle, ein Weißner, ein Schellener, der eine schöne, freundliche Maske hat mit den typischen und bekannten Wurmlinger Knöpfle, die ihm aus dem Mund hängen. Mhm. Ich denke, du wirst sie vielleicht nachher mal einblenden können, die Maske. Und Marco, mein Neffe, sitzt neben mir, der hat das Häs an, des Wurmlinger Knöpfles. Und es ist die freundliche Maske und das freundliche Fasnetshäs, mit dem wir den Winter und das Böse austreiben. Mhm. Das gibt als zweite Maske, die zweite Hauptmaske ist der Wurmlinger Randlmex, ein Waldgeist, ein etwas böser Geselle, der sein Unwesen bei uns im Randl, das ist ein Flurstück, ein Waldstück in Wurmlingen, treibt. Und er verkörpert dieses Kalte, den Winter, das Böse, den wir mit unserem Knöpfle dann am Ende der Fasnet vertreiben. Mhm. Dann haben wir die nächste Figur, das ist das Wurmlinger Weible, eine alte Wurmlinger Traditionsfigur, die ihre Ursprünge
in der alten Phase nicht findet, nämlich genau dort, wo alte Bürger, alte Wurmlinger Fasnet gefeiert haben mit dem, was sie seinerzeit hatten, nämlich mit einem alten Häs, mit der alten Tracht, das, was die Oma oder die Mama hergeben konnte. Mit dem hat man sich verkleidet. Als Maske diente seinerzeit eine Papiermaske, eine Spitztüte, die man sich zu einem Hexengesicht geformt hat oder dann der weiße Vorhang vom Gesicht, um sich etwas unkindlich zu gestalten. Das ist das Wurmlinger Weible. Wir haben das natürlich etwas modernisiert und unser Wurmlinger Weible trägt mittlerweile eine Holzmaske. Dann unsere älteste Figur, der Wurmlinger Bajas, hat eine ganz alte Tradition. Ganz ursprünglich kommt der Bajas, Bajazzo aus dem Italienischen und wurde ins Deutsche mit übernommen. Und im Deutschen hat man auch seinerzeit, wie unsere Großeltern noch Fasnet gemacht haben, Fasnet, wie ich schon erwähnt habe, so gemacht, wie ich konnte, wie man konnte, nämlich mit Dingen, die ich einfach verarbeiten konnte. Ja, so wurde die alte Schultüte umgearbeitet zum Spitzhut, ein Vorhang vors Gesicht mit einem Gesicht drauf und das Ganze wurde beklebt, mir sagen auf Schwäbisch, ich darf es auf Schwäbisch sagen, mit Mehlbeb. Und Mehlbeb ist einfach Mehl vermischt, vermengt mit Wasser als Klebstoff und mit dem hat man diese verschiedenen Stofffetzen, die man gerissen, geschnitten hat, auf diese alte Klamotten aufgeklebt und ist so in Wurmlingen auf die Straße und hat Fasnet erlebt. Vor 1978 gab es lange, lange Zeit in Wurmlingen schon Fasnet, unorganisierte Fasnet, die wir dann durch die Gründung der Wurmlinger Narrenzunft organisiert haben. Aber seinerzeit gab es auch, wie in vielen anderen Gemeinden, den Strohbär. Der Strohbär lief in Wurmlingen auch regelmäßig an den Umzügen mit. Strohbär, warum? Auch hier wieder, was haben die Bauern gehabt? Stroh und Heu. Ja. Also mit dem konnte man einen Menschen einbinden und somit eine weitere Fasnitz- und Narrenfigur schaffen. Und das war der Wurmlinger Strohbär, ähnlich wie in vielen anderen Ortschaften auch, wo die Fasnitz ihre ursprüngliche, wie in Wurmlingen, genauso gefunden hat. Jetzt, Gschwind, wenn du gerade Strohbär sagst, wenn man den natürlich immer wieder sieht bei den Umzügen, die sind ja dick eingepackt. Ich denke mal, so eine Schwierigkeit dabei ist erstmal, wie warm wird es drunter? Und zum anderen, was ist, wenn man mal seine Notdurft verrichtet? Das sind zwei sehr interessante Fragen, die sehr gern und oft gestellt werden. Ich selber war noch nie als Strohbär unterwegs. Ich weiß aber, es ist sehr anstrengend. Also es ist ja nicht nur, dass der Strohbär als Strohbär am Umzug teilnimmt, sondern der braucht ja viele Stunden Vorlauf, in denen er eingebunden wird. Und man macht mit diesem Stroh macht man lange Girlanden, die man dann um den Körper bindet. Die werden fest verschnürt. Das heißt, also es ist wirklich auf Schwäbisch gesagt sau warm. Wenn er dann einmal die Notdurft hat und müsste mal auf die Toilette, dann hat er Pech. Oder, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ich lasse es mal bitte ganz so stehen. Da erlebt man bestimmt die tollsten Sachen schon. Ich denke, und es ist sehr anstrengend. Es ist nicht einfach als Strohbär. Und ich weiß auch, wenn die Strohbäre wieder entkleidet werden nach dem Umzug, die sind klatschnass. Also es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ja, ja, okay. Also vier Figuren sind so, gehören zu eurer Zunft, oder vier Hauptfiguren gehören dazu. Und jetzt seid ihr ja nicht weit weg von Rottenburg. Wer Rottenburg kennt, Rottenburg am Neckar, unweit von Tübingen, der weiß natürlich, in Rottenburg, da wird ja schon seit Jahren, also für mich gar nicht wegzudenken, eigentlich auch Fasnet gefeiert und es ist immer am Faschingssonntag der große Umzug. Wie sind da Verbindungen? Gibt es da auch was? Ja, wir haben sogar eine sehr große Verbindung und auf die bin ich persönlich sehr stolz. Nämlich Rottenburg, die Narrenzunft Rottenburg ist unsere Patenzunft, ist also unser großer Patenonkel, der damals, als die Narrenzunft Wurmlingen gegründet wurde, das Amt als Pate übernommen hat. Und daher haben wir schon ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir nehmen alle zwei Jahre in Rottenburg am Umzug teil.
sofern es geht und nicht andere wichtige Veranstaltungen vielleicht dagegen spricht. Sind wir aber sehr gern in Rottenburg und ich weiß auch, dass meine Narren am Rosenmontag in Rottenburg unterwegs sind. Also meine Narrenzunftmitglieder gehen dort gerne auf die Stadtfasnet von Kneipe zu Kneipe. Die machen ihr Kneipentour, weil sie einfach sagen, es ist in großen Teilen noch eine ursprüngliche Fasnet, unorganisiert in den Kneipen, wo die Stimmung selber aufkommt und wo man die Stimmung selber macht. Und ich weiß, wie wichtig das meine Narren ist, dass sie genau an diesem Tag in Rottenburg teilnehmen können. Gut. Ja, jetzt zu Corona-Zeiten. Es ist jetzt natürlich extrem schwierig geworden, denke ich mal, für alle Vereine. Deswegen nochmal hier an dieser Stelle war es uns ein Bestreben, dass man wirklich so über online ein bisschen die Möglichkeit hat, sich vorzustellen, sich zu präsentieren, sonst gerät es ganz in Vergessenheit, denke ich mal. Was hättet ihr denn dieses Jahr alles vorgehabt? Also bei uns stand die normale Hausfasnet auf dem Programm, also wir haben kein Jubiläum, das hatten wir hinter uns vor gebracht zwei Jahren schon, genau, richtig. Genau. Da war unser großes Jubiläum. Das heißt, wir wären am 6. Januar gestartet mit dem Maskenabstauben in Wurmlingen, das bei uns folgendermaßen stattfindet. Wir treffen uns bei der Familie Hess, Firma Hess, in den Arbeitshallen. Da bekommen wir Obdach, wenn ich es mal so ausdrücken darf, und werden aufs Köstlichste und aufs Freundlichste bewirtet. Und dann gehen wir anschließend gemeinsam mit einem großen alten Heuwagen auf den Dorfplatz. Auf diesem Heuwagen sind alle Masken aufgereiht. Und das Maskenabstauben findet dann ums Feuer am Dorfplatz statt. Ich halte eine Eröffnungsrede, eine Begrüßungsrede, begrüße die Fasnet, begrüße die Saison und die Fasnet, die Masken. Und die Hesser werden von unserem Zeremonienmeister und von unserem Hessmeister, von beiden dann abgestaubt und von dem Staub der Nicht-Fasnetzeit befreit, sodass unsere Narren dann alle mit dem Wurmlinger Knöpflesmarsch, unser eigener Narrenmarsch, ums Feuer die Fasnet eröffnen. Im Anschluss gehen dann immer kleine Gruppen von Haus zu Haus und stauben verschiedene Häuser ab. Wir haben dafür immer eine Abstauburkunde und in der Urkunde wird jedes Jahr ein kleines Gedicht mit aufgenommen, das vorgetragen wird. Und solange der Abstaubvorgang abläuft, bleibt die Maske auf und anschließend wird noch je nach Haushalt und nach Gastgeber auf die Fasnet angestoßen. Manche machen tolle Vesper, bei manchen gibt es Essen. Also es ist sehr unterschiedlich und es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die wir wirklich noch in den Häusern der Wurmlinger Mitbürger erleben können und dürfen. Weiter geht es bei uns natürlich dann immer an den Wochenenden mit verschiedenen Umzügen, die wir außerorts dann erleben und besuchen. Aber da also Einkleider von anderen Vereinen. Genau, auch, ja. Genau. Also man hat ja Partnerschaften, es gibt Umzüge, Jubiläumsumzüge. Genau. Wir sind ja auch im Zusammenschluss des närrischen Freundschaftsrings Neckargäu, sind wir Mitglied. Wir haben 26 Mitgliedszünfte und da steht immer ein Jubiläum, eine Veranstaltung, was auch immer an. Also auch dort sind wir natürlich dann gern mit dabei und so besucht man sich gegenseitig. Und das machen wir dann bis zu unserer eigentlichen Fasnet, die dann am Schmutziger für uns losgeht. Und da haben wir ein ganzes Tagesprogramm. Also am Schmutziger fangen wir morgens an und treffen uns bei uns in der alten Kelter in Wurmlingen auf ein Sektfrühstück, begleitet mit einer Brezel. Ich begrüße meine Narren alle und wir starten dann gemeinsam mit der Musik in den Tag, indem wir die beiden Kindergärten, evangelischen und katholischen Kindergärten, besuchen und mit den Kindern eine Schunkelrunde machen und unsere Narrensprüche aufsagen und gehen dann wieder weiter zum nächsten, bis wir dann am Highlight eigentlich für den Vormittag angekommen sind, nämlich die Schülerbefreiung in unserer Grundschule, die sich da immer sehr ins Zeug legt und mit Büttenreden und Gedichten auf uns wartet und unser Graf Wurmelo als wichtigste Figur der Wurmlinger Hauptfasnet die Lehrer absetzt und die Kinder in der Schule befreit
Und da warten die Kinder drauf. Und es ist eine wunderschöne Veranstaltung mit Musik, mit Dschungelrunden, mit Polonaise. Und zum Abschluss hießen wir gemeinsam Schüler und Narren vor der Schule, die Narrenfahne der Schüler. Jetzt können wir natürlich gleich mal den Marco fragen. Der hat es bestimmt schon mehrfach miterlebt als kleiner in der Schule noch, oder? Wie war das? Es war immer ganz aufregend, wenn man die Musik gehört hat. Dann haben sich alle immer gefreut. Wenn man gewusst hat, jetzt hat man gleich keine Schule mehr, jetzt kommt man nach Hause. Ja, es war immer ein schönes Gefühl und man war Prima. auch immer ganz aufgeregt. Ja, klar. Und jetzt darfst du hier als Knöpfle mitlaufen. Sehr aufwendig bemaltes Häs. Ne? Was ist es, was bedeutet es für dich, als junger Mensch sowas tragen zu dürfen? Also für mich bedeutet das sehr viel, weil es macht auch ziemlich viel Spaß, an der Phase mitzumachen. Und es ist auch ganz aufregend immer, wenn man dann sich auf Umzüge begibt, wo man noch fast nie gelaufen ist und so. Ja. Und auch wenn man dann manchmal auch relativ ältere Sachen oder auch Masken anhat, dann ist auch immer ein bisschen, dass man vorsichtig ist, sonst, wenn es kaputt geht, nicht so gut und so. Ja. Du hast jetzt bislang noch keine Maske, oder? Wie sieht's aus? Also ich krieg halt immer vom Eine Onkel eine ausgeliehen ausgeliehen, immer. okay. Aber gehört grundsätzlich die Maske mit dazu? Also, weil manchmal sieht man auch Junge noch laufen, die eben noch keine haben, weil es wahrscheinlich auch vielleicht noch zu schwer ist. Ich weiß ja nicht. Was wiegt denn so eine Maske? Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich Okay. habe keine Ahnung. Ich bin früher auch, früher, also wenn man noch klein ist, bekommt man noch keine Maske da. Und jetzt gerade beim Knöpfle kriegt man nur das Fell. Nur das Fell dann, Dann hat okay. man auch so Genau. Gummi und das nur das Gesicht dann halt sieht. Okay. Also Maske ist dann zu tragen, wenn man das Gefühl hat, es funktioniert, Es es geht. funktioniert, Wenn genau. die Kinder zu klein Ja, sind, ja. gibt es halt die Kopfbedeckung ohne Maske Ja. und es funktioniert auch gern. Zu meiner Zeit, als ich noch klein war und die Maske noch nicht getragen habe, sind wir nur angemalt worden. Da haben wir also dieses Gesicht, ob das der Rendlmex oder das Knöpfle war, immer mit Farbe aufgetragen gekriegt und das war dann auch immer ganz spannend. Verstehe. So, jetzt sind wir beim, die Frage geschwind unterbrochen, beim Am schmutzigen Schmutze, Donnerstag. Genau. genau. Also da haben wir dann diese Fahne gehisst und die Lehrer der Grundschule haben ein wunderschönes Fasnetzlied geschrieben, das wir dann mit unserer Hämmerglunker-Kapelle zusammen vortragen und singen und dann ist für die Schüler die Schule beendet. Und somit der Startschuss für die Fasnet, auch für die Kinderfasnet gelegt, die dann mittags weitergeht um 14 Uhr. Vorher besuchen wir dann noch mit unseren Narren und der Musik alle Gewerbetreibenden in Wurmlingen oder die meisten Gewerbetreibenden. Wir gehen also von Bank zu Bank, von unserem Wurmlinger Bäcker zur Blumenstube und wir gehen in die Wirtschaften mit Musik. Wir waren überall herzlich aufgenommen mit Getränke, mit Knabbersachen. Der Bäcker versorgt uns immer aufs Köstlichste mit verschiedenen Backwaren. Die Blumenstube hat sämtliche Liköre und Sekt und alles vorbereitet. Also es ist ein wunderschöner Fasnitzbeginn für uns. Wir machen dann Pause bis 14 Uhr und treffen uns dann um 14 Uhr wieder im Schulhof mit allen Kindern und machen einen kleinen Kinderumzug, gemeinsam Kinder mit Narren und der Musik durchs Dorf bis zum Dorfplatz. Am Dorfplatz gibt es bei uns das Wurmlinger Wurstschnabel. Das ist eine ganz besondere Geschichte, die ich so nicht kenne von anderen Ortschaften. Und zwar stehen prominente Fasnitzbürger oder auch der Ortschaftsrat steht auf einem Balkon und jeder hat eine Angelrute in der Hand und mit der Angelrute am Ende der Schnur hängt der rote Wurst. Und dann wird geangelt und die Kinder müssen diese Wurst fangen oder greifen und bekommen ein Brötle dazu. Und das ist somit ist eigentlich eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Und das ist einzigartig. Also das haben wir jetzt wirklich in Wurmlingen so. Ich wüsste nicht, wer das sonst noch so macht. Und da sind wir stolz drauf. Also das Wurmlinger Wurstschnabel ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist eigentlich das, ich sage jetzt gerade mal hier bei uns im Sendegebiet, es gab eins noch den SWR 4 Tübingen mit der Frühsendung entsprechend. Das muss man immer wieder bringen. Die haben auch immer die Narrenmarsch. Parade Parade, und so ja, weiter mit Mandy vorgestellt Graf, und richtig. genau. Und gerade auch im Interview, es war immer ein Vesper dabei, gell? Und so wäre es jetzt bei euch die War Wurst.
So ist bei uns die Wurst, genau. Ja. Es gehört einfach mit dazu. Das heißt jetzt die Fasnitzbrätl oder die rote Wurst. Es ist einfach, ja, man hat ja nicht mehr viele Möglichkeiten bis zur Fastenzeit. Und da versuchen wir dann schon nochmal loszulegen. Ja. Genau. Und dieses Jahr ist ja sowieso eigentlich, oder wäre es eigentlich eine kurze Saison gewesen. Ich glaube, es sind gerade 6 oder 7 Wochen. Bis, na, ist schon wieder rum. Ja. Genau, genau. Also die Fasnet muss nicht immer besonders lange gehen. Ja. Also eine kurze Fasnet kann umso schöner sein. Weil es ist natürlich auch anstrengend, wenn man jedes Wochenende unterwegs ist. Ja. Und am Ende dieser ganzen Saison kommt ja erst die Hauptfasnet, unsere eigene Fasnet, wo wir ja alle nochmal unwahrscheinlich viel Arbeit haben mit unserem Umzug, mit unserer Hallefasnet, mit dem Zunftball, diese ganzen Dinge, da muss man arbeiten. Also da müssen dann meine Narren nicht Fasnet feiern, sondern die müssen es schaffen. Mhm. Und das machen sie aber gern. Und das funktioniert bei uns auch ganz gut. Und aber das darf man immer nicht unterschätzen. Umso länger die Fasnet geht, umso später kommt genau dieser Zeitpunkt, wo wir alle nochmal kräftig zulangen müssen. Und daher bin ich nicht immer böse, wenn die Fasnet eine kurze, ordentlich schöne Saison ist, sodass man auch die eigene Fasnet trotz Arbeit noch gut miterleben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob du das vorhin erwähnt hast, vielleicht ist mir ein bisschen untergegangen. Wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt? Also wir sind mittlerweile bei 320 Mitgliedern. Das ist schon ordentlich. Ja. Also ich bin stolz darauf, ist bei eine schöne viel, Größe. Bei wie vielen Einwohnern? 2650, sowas okay, ungefähr. Okay. Ja. Ja. Das ist schon ein Großteil dabei. Ja? Es ist ein Großteil dabei und was wir festgestellt haben, wir haben sehr viele, die auch in anderen Narrenzünften aktiv sind, also wenn die alle nur bei mir wären. Und da haben wir uns ja in 2 Zünfte aufgeteilt in Wurmlingen. Wenn wir eine Zunft wären, wären wir eine sehr, sehr große Zunft. Ja, das ist richtig. Und Nachwuchsproblem, gibt es da Probleme oder kommen noch einige nach, so wie der Marco da jetzt? Also wir hatten gewisse Durststrecke, die wir aber seit ca. 5 Jahren überwunden haben. Mhm. Und wir können uns über Nachwuchs überhaupt nicht beklagen. Also wir haben unwahrscheinlich viel. Wir haben tolle Kindernachmittage mit unseren Kindern, wo wir also ca. immer mit 35, 40 Kindern rechnen können. Und da haben wir sehr agile Jugendbetreuerin, die sich da sehr ins Zeug legt. Und es ist wichtig und toll. Und es ist für mich als Zunftmeister, der vorne rausläuft, eigentlich immer schön zu sehen, wie viele Kinder doch auch Interesse wieder an der Fasnet haben, gern dabei sind. Und vor allem, dass es den Kindern auch Spaß macht. Und das ist ganz arg wichtig. Ja, definitiv. Es muss ja weitergehen. Also es muss auch bei uns weitergehen, wie in allen Vereinen. Und die Jugendarbeit ist nicht zu unterschätzen, ist ein ganz wichtiges Thema in den Vereinen. Ist es jetzt in der Corona-Zeit, wie sind da die Mitglieder zu halten? Ich meine, ich denke mal, es wird jetzt doch schwieriger sein, wenn jetzt nichts geboten ist, dass sie dann vielleicht die Lust verlieren, oder wie siehst du es? Ich kann jetzt von meinen Mitgliedern natürlich nur sprechen und dass meine Mitglieder die Lust an der Fasnet verlieren, das glaube ich nicht. Für mich war einfach der Beweis, was ich eingangs gesagt habe, diese Fasnetzeröffnung am 6. Januar. Mhm. Es ging wirklich, mein Handy hat den ganzen Abend klingelt, weil wieder irgendjemand aus der Zunft was gepostet hat, im Häs, im T-Shirt, im Pulli, mit Konfetti. Einfach so, wie sie zu Hause für sich die Fasnet eröffnen. Mhm. Es war unser Öffentlichkeitsaktuar, hat ein Bild gepostet, was ich ganz toll fand. Der hat die Fastnet-Eröffnung, wie wir sie im Großen in Wurmlingen machen, im Kleinen zu Hause mit einem Leiterwagen und den Masken nachgespielt und einfach für sich die Fastnet zu Hause so eröffnet. Also von dem her, ich habe kein Problem und keine Angst, dass die Lust wegbleibt. Ganz im Gegenteil, wir müssen mit Corona umgehen. Corona beschäftigt uns alle. Ich muss bremsen, damit wir nichts machen. Der Wunsch ist da, dass man was macht, aber das Thema ist überall bekannt, da brauche ich jetzt nicht groß drüber zu reden. Was wir machen, wir werden tatsächlich die Straßenbändel aufhängen, einfach zu zeigen, das haben wir auch bei uns im Ring so abgesprochen oder die Rotteburger, es macht eigentlich fast jeder, dass man einfach sagt, okay, Fasnet ist da, die Fasnet können wir so, wie sie ist, nicht unbedingt absagen, aber wir zeigen
Es gibt die Fasnet und die gibt es auch dieses Jahr auf eine ganz andere Art und Weise. Jeder bemüht sich, was zu machen. Und somit wollen wir auch zeigen, auch in Wurmlingen gibt es die Fasnet. Mhm. Wir feiern halt daheim. Mhm. Und ist etwas anders. Eigentlich ist doch gar kein Problem. Das heißt zwar Maskenpflicht, gell? Man hat den Mundschutz, aber wenn man so eine Maske da auf hat, zum Beispiel, ne? Dann kann doch eigentlich gar nichts passieren mit Corona, oder? Normalerweise denke ich nicht nur diese Maske und zusätzlich noch Mundschutz, das überleben unsere Narren nicht, weil es ist so sehr anstrengend, einen Umzug zu laufen unter so einer Maske. Das ist nicht ganz einfach. Das darf man nicht unterschätzen. Also es ist wirklich eine Geschichte, wo man sich dran gewöhnen muss. Wollt ihr mal fragen, wollt ihr mal sehen, wie es aussieht, wenn ich so eine Maske da auf habe? Ich probiere es mal, ob das geht. Das funktioniert wunderbar. Ah ja. So man fühlt sich gleich anders. Also ich denke, das merkst du auch, wenn du die Maske aufhast, man ist jemand anders. Und genau das soll es ja auch sein, man schlüpft in eine andere Rolle, damit man es dich nicht erkennt und damit du den Schabernack mit den anderen Leuten treiben kannst. Ja, also ich sag, Maske auf, dann hätte eigentlich hätte man ruhig durchziehen können, oder? Hätte man können und hättet bestimmt auch alle gern mitgemacht. Aber ja, es soll nicht sein. Nee, nee. Aber ich glaube dann dafür nächstes Jahr umso mehr dann wiederum. Da wird es dann wieder richtig gefeiert, das Ganze. Ja, ich denke, die Leute bereiten sich einfach dieses Jahr schon auf nächstes Jahr vor. Und ich gehe mal davon aus, dass die Phase nächstes Jahr interessanter wird. Definitiv. Weil die Leute intensiver feiern und vielleicht jetzt die Zeit haben, sich wieder im Private auf die Ursprünge der Fasnet zu konzentrieren, sich vielleicht auch mal wieder neu zu informieren. Das ist jetzt auch Aufgabe von uns, dass man da vielleicht über die Medien ein bisschen an die Mitglieder rantritt und solche Dinge zu übernehmen und einfach weiterzugeben. Ich bin jetzt da etwas ungeübt mit den neuen Medien, aber ich habe genügend junge Mitglieder, die das gern und gut übernehmen können. Da ist bestimmt der Marco einer, der sich da besser auskennt, oder? Mit Sicherheit. Also mit Sicherheit. Es ist dann immer so mein Notnagel, wenn ich mit meinem Handy nicht weiterkomme. Genau, da kommt ja bestimmt auch Instagram und Facebook und YouTube alles zur Geltung, oder? So ist es. Seid ihr da auch auf den Social Medias vertreten dann auf den mit eurem Narrensunft? Ja, auf beiden. Also auf Instagram und auf Facebook. Beide haben wir unsere eigene Seite. Wir haben einen tollen Webmaster, wie man das ja heute neudeutsch schon nennt, der sich da wirklich ins Zeug legt und immer mal wieder was postet und jetzt auch versucht, über die Corona-Zeit, über die Phase zur Öffnung mit Bildmaterial ein bisschen was in die Öffentlichkeit oder auch in die eigene Reihen zu bringen. Also gut, dann muss man dann gucken, Narrenzunft, Wurmlingen, da findet man da genau, schon was. Richtig, gell? Genau, richtig, okay. Genau. Prima, dann haben wir doch ein bisschen was schon wieder erfahren und Sendezeit geht schon langsam wieder dem Ende entgegen. Aber wie gesagt, irgendwann gibt es eine Fortsetzung und dann vielleicht auch hoffentlich wieder draußen auf der Straße bei irgendwelchen festlichen Anlässen. Und dann sage ich schon mal recht herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Ein bisschen Einblick bekam in die Narrenzunft Wurmlingen und das nächste Wochenende, da haben wir gleich wieder zwei Termine, so ist es zumindest geplant. Lasst euch überraschen, wenn wir dann vorstellen. Via Livestream soll es stattfinden, 20.30 Uhr samstags und sonntags jeweils. Das könnt ihr euch schon mal vormerken und notieren. Und da sage ich trotz allem, eine glückselige Fasnet, oder? Wie man so schön sagt. Das ist genau der richtige Spruch, lieber Frank. Auch ich wünsche dir eine glückselige Fasnet. Viele, viele weitere tolle und interessante Interviews. Und ich finde es eine schöne Geschichte von dir, dass du sagst, du gehst über deine Möglichkeiten an die Öffentlichkeit ran, unterstützt uns somit, die Fasnet, damit sie einfach weitergehen kann. Einfach jetzt mal auf die Art und Weise, wie wir es jetzt momentan machen können. Herzlichen Dank an dich und deine Zeit und vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein durfte, dass wir zu Gast sein durfte, dass die Narrenzunft Wurmlingen bei dir zu Gast sein durfte und Dankeschön. Gerne. Und wie gesagt, es wird sich im Laufe der Woche das eine oder andere noch ergeben. Es gibt noch ein paar Zusätze, aber dazu erst später mehr. Vielen Dank. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem dreikräftigen Milch, Knöpfle, Milch.
Knäpfle, Milch, Knäpfle in die kommende Fasnet-Saison.